Vom 2. bis 10. Juni 2018 fanden zum 9. Mal die Vesper Elb Days in Zell am See, Gabrunn, Österreich statt. Die Vesper Elb Days sind das größte jährlich stattfindende europäische Vespertreffen. Zu den Vesper Elb Days kamen auch heuer wieder über 1000 Vespisti aus der ganzen Welt. Der Donnerstag ist der sogenannte Welcome Day. Am Abend der legendäre Pyjama Rideout, bei dem die Vespisti in fantasievollen Pyjama-Kostümen die Bahnhofstraße in Zell am See verunsichern. Was mir besonders bei den Vesper Elb Days gefällt, ist die tolle Mischung auf der einen Seite von alten Fahrzeugen, von neuen Fahrzeugen, das heißt Automatik-Vespas, GTS, von getunten Fahrzeugen, von individualisierten Fahrzeugen und natürlich die Vielfalt an Nationalitäten. Die Vesper Elb Days leben natürlich von ihrem Organisator, das ist der Franz Schmalzl. Er und Nicole Egger organisieren maßgeblich diese größte Vespa-Veranstaltung in Europa. Man darf sich die Vesper Elb Days nicht unbedingt als Freak-Veranstaltung vorstellen, auch wenn viele Freaks anwesend sind. Es ist eine Veranstaltung, bei der auch Personen schon leicht gehobenen Alters mit ihren neuen Vespa GTS oder auch renovierten Schaltvespas teilnehmen, sich wohlfühlen können, ein touristisches Rahmenprogramm genießen können, gutes Essen in Zell am See, gerne auch ein Glas Wein am Abend. Freitag dann ein erster Höhepunkt, die Jagd nach dem Vespa Elb Days Fuchs. Eine Fuchs- und Stempeljagd durch den Pinzgau mit einem geheimen Ziel. Über den Hochkönig Dernten ging es nach Mariaalm. Wo hunderte Vespisti den Hauptplatz geflutet haben. Mein persönlicher Höhepunkt ist jedes Jahr die Großglockner-Befahrung, der große Großglockner-Audax, an dem so gut wie alle Vespisti teilnehmen. Ich jedenfalls freue mich schon auf die 10. Vesper Elb Days 2019, die hoffentlich nicht die letzten sein werden.